Ich möchte jetzt gerne die Mechthild hier auf die Bühne bitten. Mechthild ist Mitglied bei uns im Bündnis. Und ja, mit Mechthild möchte ich mich gar nicht ganz gerne darüber unterhalten, wie haben sich eigentlich Leute politisiert, die noch nie politisiert waren. Mechthild, kannst du was dazu sagen? Ja, wie habe ich mich politisiert? Ich habe mich also schon lange immer darüber aufgeregt, über den Trend, immer nur von Wirtschaftswachstum zu sprechen und zu sagen, wenn die Wirtschaft wächst, geht es uns Menschen allen gut und dem ist alles unterzuordnen. Beispielsweise Arbeitnehmerschutz, Verbraucherschutz, wenn es um Mindestlöhne geht oder auch um den Schutz unserer Umwelt. Und das hat mich zunehmend aufgeregt und ich war ganz glücklich, als ich dann vom Bündnis Münster gegen TTIP erfahren habe, was mir aus dem Herzen gesprochen hat. Und ich engagiere mich also ungefähr seit über einem Jahr in diesem Bündnis und bin froh, dass ich gegen diese Tendenz, Wirtschaftsinteressen über die Bürgerrechte zu setzen, etwas tun kann und Aufklärung betreiben kann. Also, das heißt, man kann sich also bei uns auch immer noch weiterhin engagieren. Man kann also gerne kommen zu unseren offenen Terminen, jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat im Institut für Theologie und Politik in der Friedrich-Ebert-Straße 2, ist das, glaube ich, auf dem Hinterhof. Ja, Mechthild, dann hatten wir schon eine super Veranstaltung in diesem Jahr, Tango gegen TTIP. Ja, genau. Also ich konnte sogar für meine politischen Aktion, mein Hobby, das Tango-Tanzen einsetzen. Und da hatten wir eine sehr schöne Aktion am 18. Juni dieses Jahres auf der Stubengasse, wo wir Tango gegen TTIP, gegen die Freihandelsabkommen getanzt haben. Und diese Idee stammt vom Mindener Bündnis gegen TTIP. Die haben damals bei der großen Demo am 10. Oktober 2015 in Berlin auch schon auf der Brücke mit 400 Paaren gegen TTIP getanzt. Und daran sieht man, dass es vielen Menschen aus allen möglichen Bereichen und unterschiedlicher Wesensart darum geht, dass sie alle spüren, da kommt etwas Ungutes auf uns zu, etwas dagegen zu tun und sogar etwas, was Spaß macht. Und das soll auch am 17. September, also am nächsten Samstag, ist ja die große Aktion, 7-Städte-Demos in 7 Städten in Deutschland, also wir mobilisieren nach Köln, aber auch in Frankfurt am Main, in Berlin, in Leipzig, da fällt mir noch ein, München. Viele Städte, 7 Städte in Deutschland, in denen parallel gegen die Freihandelsabkommen, speziell gegen das CETA, dessen Ratifizierung jetzt unmittelbar vor der Tür steht, zu demonstrieren. Und auch da gibt es in Köln auf der Domplatte wieder ein Tango-Tanzen gegen CETA. Ja, und es war schon bemerkenswert, die Tango-Tänzerinnen und Tango-Tänzer zu sehen. Die Tangoeras und Tangoeros. Tangeras und Tangeros. Ja, ich kriege das nicht auf die Reihe. Man kann ja auch nicht alles wissen. Aber es war schon wirklich erstaunlich zu sehen, dass sie auch im strömenden Regen getanzt haben. Genau. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Und wer das nicht gesehen hat, auf YouTube gibt es da jede Menge Videos zu. Die könnt ihr euch gerne mal angucken. Und das war schon auch ein erstaunlicher Widerstand, eine andere Art des Widerstandes. Ja, Mechthild, wie sieht die Zukunft aus? Nicht so rosig, ne? Ja, ich denke, dass wir noch weiterhin viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und ja, erstmal es zu verhindern, dass eben CETA ratifiziert wird. Das ist ja Ende Oktober, glaube ich. Ja, nicht ratifiziert, sondern in Kraft gesetzt. In Kraft gesetzt wird. Das ist unsere nächste Aufgabe. Also wir müssen auch aufklären darüber, wir haben lange Zeit immer nur über TTIP gesprochen, das Freihandelsabkommen mit den USA und Europa. Und das ist jetzt momentan etwas ausgebremst, heißt aber nicht vom Tisch, es wird weiter verhandelt, aber die unmittelbare Gefahr ist durch viel Aufklärungsarbeit zunächst abgewandt und viele Menschen glauben jetzt mit TTIP, mit der Verhinderung von TTIP, was Herr Gabriel ja auch verbreitet, sei also die Gefahr der freien Handelsabkommen, die unsere demokratischen Rechte angreifen, vorbei. Nein, wir müssen aufklären, dass CETA genau die Blaupause auch von TTIP ist
und dass wir wirklich daran arbeiten, dass CETA nicht in Kraft tritt, denn dann brauchen wir unter Umständen TTIP gar nicht mehr. Denn Konzerne können dann auch über Niederlassungen in Kanada, also CETA ist ja das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Kanada, über Niederlassungen in Kanada die Staaten verklagen und brauchen dann die Schiedsgerichte über TTIP gar nicht mehr. Und selbst wenn CETA durchkommen sollte, müssen wir weiter Widerstand leisten und unsere Demokratie auch für unsere Nachkommen, für unsere Enkel verteidigen und dagegen ein Modell des fairen Welthandels stellen und entwickeln. Ich denke, dass wir werden eine andauernde Aufgabe haben. Und man sieht auch, dass das vielen Menschen am Herzen liegt, denn unser Bündnis vergrößert sich immer mehr. Also bei dem Plenum stelle ich fest, dass unsere Runde immer größer wird. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Und ich kann nur allen sagen, es macht Spaß, sich für etwas einzusetzen, wo man merkt, da läuft etwas schief in unserer Gesellschaft. Dann kommen wir in eine Schieflage, was die Macht von Konzernen und den Bürgerrechten an, die Bürgerrechte anbetrifft. Ja, dann danke ich dir, Mechtel, recht herzlich. Nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen, also hier vorne, neben dem Wagen, da kann man noch Tickets kaufen für die Fahrt nach Köln. Und wer noch keins hat, so teuer ist es nicht, 12,50 Euro hin und zurück. Die Fahrt geht ab 8.30 Uhr hier am Friedwendplatz an der Fernreisebushaltestelle los. Und es sind noch Resttickets vorhanden und es wäre schön, wenn wir die auch noch unter die Leute bringen würden, damit unsere Busse zumindest nicht defizitär fahren.